Liebe Oboistinnen und Oboisten, ich freue mich, dass ihr euch für meine Rohrbaumethode interessiert. Und denn ihr wisst ja, es gehört nicht nur das dazu, es gehört auch das dazu. Und wie mühsam der Weg dahin ist, dass eins zum anderen kommt und dann auch noch gut funktioniert, das wissen wir alle. Und ich habe selbst die Erfahrung gemacht, so sowohl im Studium als auch die ganze Zeit danach im Berufsleben, dass meine Methode, Rohre zu bauen, letztlich das Resultat von ganz vielen verschiedenen Einflüssen ist. Einige kann ich auch eindeutig zuordnen, wo mir jemand was gesagt hat, wo ich das seitdem gemacht habe. Andere haben sich vielleicht aus Erfahrung ergeben oder man hat etwas verändert, was man irgendwie früher wusste, anders gemacht hat und so weiter. Also man ist ständig dabei zu adaptieren. Ich denke, dass das was Positives ist, solange man nicht frustriert alles über den Haufen schmeißt, sondern Schritt für Schritt bestimmte Dinge anpasst, ändert oder verfeinert. Und so ist auch dieses Video gedacht. Es ist sozusagen nicht die allerletzte Wahrheit und es ist letztlich auch meine Methode, die nicht zu jedem passen muss. Aber ich denke, dass man immer etwas lernen kann und so hoffe ich, dass ihr auch von diesem Video etwas mitnehmen könnt, was euch weiterhilft. Viel Spaß dabei! Okay, also wir fangen damit an, dass wir uns Holz aussuchen. Ich benutze immer Stangenholz als Ausgangspunkt. Manche kaufen natürlich gehobelte Hölzer. Das geht auch, wenn man da jemand Gutes hat, der das zuverlässig macht, ist das sicher eine gute Lösung. Ist natürlich wesentlich teurer auf lange Sicht gesehen. Deswegen würde ich einfach immer Stangenholz kaufen. Das hier ist jetzt Madame Gießholz von 2004. Und das habe ich damals gekauft, ja, einfach weil ich immer Holz auf Vorrat gekauft habe und habe deshalb viele Kilo die sehr alten Holzes, was an sich empfehlenswert ist, aber noch lange nicht heißt, dass das Holz auch wirklich gut ist. Die Tatsache, dass ich davon jetzt noch ungefähr 2 Kilo da habe, bedeutet eigentlich, dass es nicht besonders gut ist, weil sonst hätte ich schon mehr davon verbraucht. Aber wir nehmen das jetzt einfach mal und schauen uns die Stangen an. Auffällig ist, dass die ziemlich dreckig sind. Das macht natürlich gar nichts, aber ja, putzen können wir sie später. Jetzt schauen wir erstmal, wie gerade die gewachsen ist. Also die ist vielleicht auf Kamera klingt, sieht das immer dramatischer aus. Gut, also ich nehme mein Hilfsmittel hier und schaue. Die Seite sieht schon mal. Fokus, hallo, sieht schon mal gut aus. Da unten fehlt ein Stück Schale. Okay, gehen wir mal hier hin. Also ich drehe das einfach immer so, ne? Das macht ihr sicher auch. So, das sieht gut aus. Ich muss aufpassen, dass ich hier nicht verkante, weil sonst kriege ich, sieht es immer gut aus, sondern dass es gerade aufliegt. Ja, so, ich habe jetzt diese Seite hier, die ganz gut aussieht. Die würde ich jetzt mal, ich drehe das hier mal. Jetzt ist sie hier. Und dann nehme ich mein Messer, was ich nur dafür benutze, ein olles Teppichmesser, setze an und gehe runter. Ja, also ansetzen, etwas rein und dann drehen, ganz einfach. Habt ihr alle schon gemacht. Ich gucke mal, Neugierde halber, wie es aussieht. Okay, die ist ziemlich hart, lässt sich nicht sehr weit verdrehen, wenn ich das hier probiere. Und innen ist sie auch schön dunkelgelb, würde ich sagen. Also sieht ganz gut aus. Und jetzt gucke ich hier von der Seite, wo es nicht ganz gerade ist. Da fällt auf, dass es hier ziemlich krumm ist. Hier geht es auch ein bisschen runter. Also ich würde jetzt das wegschneiden, dieses Stück, und dann so viel wie möglich von rechts. Und damit ich das gut mache, also dass sozusagen die schlechte Seite so viel wie möglich von der schlechten Seite weg ist, fange ich immer erst mit der guten an, schneide da ein Stück ab, nur ein kleines bisschen und passt nicht unter meine Konstruktion. Okay, also nur ein kleines bisschen, so dass es gerade ist. So, drehe um und schneide jetzt von der anderen Seite entsprechend so viel wie möglich weg. So. Hier hinten reinlegen, gerade und rum. So. Und
Jetzt habe ich mein richtig geschnittenes Stück und dann jage ich das als erstes auch schon mal durch diesen groben Vorhobel. Normal würde ich es an der Tischkante machen. Jetzt mache ich es mal hier. Das ist ein Vorhobel aus meinen Studienzeiten von Michel. Ja, auch die Maschine eben ist von Michel gewesen. Ja, heutzutage gibt es die natürlich kaum noch. Also es gibt einen Nachfolger, weiß ich nicht, wie gut die sind. Ja, ansonsten gibt es natürlich noch Reeds and Stuff und so weiter, die ich nicht probiert habe, aber die sicher auch gut sind. So, jetzt habe ich hier mein fertig zurecht geschnittenes Stück und da nehme ich als nächstes diese Maschine hier. Die kennt ihr vielleicht auch mit der Kurbel. Und da spare ich mir am Ende recht viel Arbeit beim Hobeln, weil ich dann nur noch zwei, dreimal drüber hobeln muss. Und Leier hier hinten. Und dann kommt. So, das müssen wir jetzt mal hier so ein bisschen anschrägen. Und dann kommt das Stück Holz raus. Allerdings nur, wenn man nochmal was hinterher schiebt. So. Also, ich habe jetzt hier mein fertig vorgehobeltes Stück Holz. Das sieht soweit so gut aus. Wie ihr seht, mache ich bisher alles trocken und das bleibt auch so bei mir. Ich hoble trocken. Ja, es gibt da Leute, die hobeln nass. Und ich habe viele verschiedene Arten gehört. Ich persönlich hoble trocken, weil ich finde, dass dann das Holz sozusagen sich noch nicht verändert hat. Wenn man es feucht macht, dann wird es ja dicker und dann verändert sich die Messung, je nachdem, wie feucht es gerade ist, wenn man misst. Und ich möchte ja gleich meine Dicke messen. Deswegen mache ich das bisher alles trocken. Moment, ich muss meine Messuhr mal auspacken. So, hier ist meine Messuhr. Und jetzt hoble ich hier drüber. Ich habe ein Michelhobel, wie ihr seht, alles Standard. Und hoble auf ungefähr 57, 58 aus. So, wie ihr seht, waren das jetzt vielleicht 4, 5 Striche. Mehr war nicht nötig, dadurch, dass ich gut vorgehobelt hatte. So, und jetzt bin ich hier schon mit der fertigen Schiene dabei. Und schau mal, wie dick die in der Mitte ist. Das gucke ich immer, einfach um zu wissen, was Sache ist. Also hier bin ich bei 59. Das fände ich jetzt persönlich akzeptabel. Es gibt auch Puristen, die das ablehnen. So, hier sind wir super, 57. Und mal die andere Seite geguckt. Ich mache immer drei Messungen. Jede Seite und auch die Mitte. So. Und hier bin ich etwas dicker. Ich gucke nochmal, ich verschiebe nochmal, gehe nochmal ein bisschen vor. Immer noch knapp 60. So, dann drehe ich jetzt um. Also bisher hatte ich das so im Bett, die Schiene, und drehe sie einfach um und hoble nochmal, damit ich möglichst ausgeglichen am Ende bin. Das ist immer das Ziel. Wir wollen ja reproduzierbare Ergebnisse. Das heißt, wir müssen überall, ging dieser kleine Span ab, wir müssen überall sehr genau arbeiten, sonst können wir unsere Rohre nicht vergleichen, beziehungsweise können am Ende nicht sagen, warum jetzt ein Rohr gerade mal gut oder warum es gerade mal schlecht ist. So, es ist immer noch 59. Ja, es ist natürlich auch letztlich sehr ungenau, wo man jetzt da misst. Ja, ob man jetzt wirklich genau die Mitte hat und so weiter. Ob es verkantet ist, das Holz. Also, je nachdem, wie ich hier verkante. Also, ich bin da nicht orthodox oder so. Für mich ist alles okay zwischen 56 und 59 oder so. Dieser Bereich. Das finde ich okay. Aber es gibt Leute, die sind da sehr ausschließlich. Die nehmen wirklich ausschließlich 57, ausschließlich 58, sowas in der Art. Ja, ich sehe es ein bisschen pragmatisch. So, jetzt haben wir diese Schiene fertig und können sie auch schon einweichen.
So, ich habe jetzt noch ein paar weitere Stangen ausgehobelt. Insgesamt sind das hier 10. Und nach dem Einweichen, was jetzt gleich kommt, kommt bei mir das Aussuchen, also ob ich dann die Stange überhaupt nehme, ob ich daraus ein Rohr baue. Und das ist letztlich der wichtigste Teil der Holzbearbeitung oder der Holzvorbereitung, das Aussuchen, damit man sich nicht unnötig Arbeit macht. Am Ende ist das, ja, wisst ihr alle, ist es ganz, ganz wichtig, natürlich nur die Stangen zu nehmen, die in Frage kommen. Da war ich bisher jetzt nicht so kritisch, aber nach dem Einweichen hier drin wird die Entscheidung fallen. Und deshalb habe ich dann so meine Standards, wie ich das mache, das Einweichen, damit das Aussuchen auch wirklich reproduzierbar ist und dass ich es immer auf die gleiche Art mache. Also ich nehme immer 10 Stangen und weiche die ein. Ich lege die mit der Unterseite nach unten ins Wasser, damit die wirklich gleichmäßig auch nass werden. Zum Beispiel so 4 nebeneinander, dann wieder 4 quer, damit die sich gegenseitig runterdrücken. So, und am Schluss noch 2 oben nochmal quer und die drücke ich dann nach unten. So, und jetzt sind alle Stangen gleichmäßig unter Wasser. Wenn ihr sie andersrum legt, also jetzt irgendwie ins Wasser schmeißt, dann kleben die aneinander oder sind verkehrt rum, schwimmen oben und werden an einigen Stellen vielleicht nicht richtig nass. Und da ich danach, wie gesagt, aussuchen möchte und sie komplett gleichmäßig feucht sein sollen, mache ich das immer auf die gleiche Weise. So, diese Stangen weichen jetzt 20 Minuten und danach geht das Video mit dem Aussuchen weiter. So, die 20 Minuten sind um und ich werde jetzt das Holz aussuchen. Dafür lege ich mir immer ein Papier hin, nehme meinen Stift, den ich hier habe, und ihr werdet gleich sehen und mache eine Rangliste der 10 Hölzer, die ich hier habe. Und zwar das erste Kriterium ist, wie kann ich, Wasser brauchen wir nicht mehr, vorerst. Wie kann ich das Holz verdrehen? Ja, also ich habe hier mein Holz. So, und das ist natürlich ein rein subjektiver Test jetzt. Also man hat Erfahrung, man weiß, wie viel Kraft man braucht. Man kann ein Rohr natürlich oder ein Holz immer sehr weit verdrehen, aber die Frage ist, wie viel Kraft brauche ich dafür? So, jetzt habe ich hier eins. Das lässt sich sehr leicht verdrehen. Kann ich eine Schleife draus machen? Ist viel zu weich. Ja, also das, und ich habe hier meine Rangliste auf diesem, es sind hier die besten, hier die Mitte und hier oben sind die, die eigentlich nicht in Frage kommen. So, jetzt kommt das nächste. Drehe ich wieder. Wieder eine Schleife. Also kaugummiartig brauche ich nicht. Das wird nichts. Jetzt kommt wieder eins. Übrigens habe ich von den Zähnen, die ich hier als Ausgangspunkt habe, meistens am Ende so 2 übrig. Also 8 werde ich wahrscheinlich aussortieren. So, das hier geht schon ein bisschen schwerer. Also ich merke das jetzt hier, ist wie gesagt subjektiv, aber hier könnte ich jetzt keine Schleife draus machen, ohne dass es sich spaltet. Also das kann ich so halb verdrehen, das ist, sagen wir mal, mittelgut. Etwas schlechter als mittelgut. Also da bin ich skeptisch, aber da habe ich dann noch einen Test, der kommt als nächstes, wo ich endgültig entscheide, ob ich dieses nehme. So, jetzt kommt der nächste. Das ist wieder, ja, das ist wieder richtig schlecht. Das bis jetzt das Schlechteste. Kommt hier oben hin. So, jetzt kommt wieder das. Auch wieder sehr schlecht. Ja. Das ist die Realität. Jetzt kommt dieses, das ist bisher das härteste. Wenn ich das jetzt weiter drehen würde, würde es sich spalten. Also das kann ich nicht sehr weit drehen. Das lege ich mal hier vorne hin. Es ist vielleicht nicht top, aber sagen wir mal an zweiter Stelle voraussichtlich. Vielleicht wird es auch mein Bestes jetzt von diesen. Oh, das hier ist noch härter. Okay, hier kann ich nicht weiter drehen. Das ist jetzt bisher mein Bestes. Hier kommt auch noch ein sehr hartes, also das ist ungefähr wie das eben. Das lege ich hier mal daneben.
Das hier ist wieder Schleife, kommt weg. Warum ich diese Weichen hier oben nicht nehme, wird euch wahrscheinlich auch so gehen. Weiche sind am Ende die Rohre, die zusammenpappen, wo die Höhe nicht steht, die ein kurzes Leben haben. Also vor allem kriegt man keine Luft meistens durch, weil sie zusammenpappen. Also deswegen kann ich damit absolut nichts anfangen. Auch wenn die vielleicht häufig einen weichen Klang haben oder so. Aber das haben sie auch nur am Anfang und letztlich kann man sie nicht benutzen. Also ich brauche hartes Holz, was gut schwingt. So, das hier ist auch, das ist, ja, das ist so Mittelklasse. Die drei sind härter. Das ist eventuell und das hier vielleicht. So, jetzt kommt der nächste Test und das ist für mich der entscheidende. Da entscheide ich jetzt, ob ich ein Rohr nehme oder nicht. Und das ist der Test, wo ich es erstmal in der Mitte anritze, dass ich erstmal die Mitte habe. Habe ich hier dieses, die Markierung. Habt ihr vielleicht auch sowas? So. Dann setze ich hier mein Messer an, gehe einmal rum. Das Messer ist relativ scharf. Also ich würde es eher mit einem scharfen Messer machen, damit man nicht zu doll drücken muss, aber die Kerbe tief genug ist. Auf jeden Fall solltet ihr ungefähr immer das gleiche Werkzeug benutzen, wie gesagt, um reproduzierbare Ergebnisse zu haben. So, dann nehme ich wieder mein altes Teppichmesser, gehe genau unter die Mitte. Ja, hier ist meine Kerbe in der Mitte. So, lege den Daumen drauf. Und es ist ein bisschen, damit sich es nicht spaltet, ein bisschen so Gefühlssache, halb Druck, halb hier runter. So, ich halbiere es. Und jetzt kommt der entscheidende Test. Jetzt möchte ich sehen, ob ich es zusammendrücken kann. Jetzt werdet ihr sagen, ja, man kann jedes Rohr zusammendrücken hier. Das stimmt, aber es gibt Rohre, wenn man da drückt, dann spalten die. Also da merkt man, die haben so viel Widerstand, dass man es besser nicht tut. Und dann gibt es die Fraktion hier oben, da kann man das ganz locker zusammendrücken und es ist sozusagen beide Seiten aufeinander. Und genau das möchte ich später nicht haben. Ich möchte, dass das Rohr Wölbung hat, dass es Luft annimmt. Deswegen ist das für mich der entscheidende Test. So, ich habe die Seiten genau aufeinander. Und nehme hier ungefähr einen Zentimeter zwischen die Finger, drücke, stelle fest, das ist richtig hart, ich kann es nicht zusammendrücken. Und das hier ist für mich, ich schaue dann hier so rein. Ja, und jetzt seht ihr, hier kommt das Licht, hier ist der Schatten, hier unten ist es dunkel. Und es bleibt auseinander. Ich drücke jetzt, es bleibt offen. Und ich kann hier, wenn ich von hier reinschaue, ganz gut sehen, wie offen es bleibt. Ja. So, dann kann ich auch spaßenshalber noch mal weiter oben drücken, aber ich merke, also das hat so viel Widerstand, das ist im Prinzip genau das, was ich suche. So, dann Moment, muss ich kurz was. Dann habe ich hier meinen Abschneider, den ich selten benutze. Ich zeige es euch trotzdem. Das ist ein Rigger-Abschneider. Inzwischen habe ich einen Reeds & Stuff, der das besser macht. So, ich zeige euch das nur, damit ihr den ganzen Prozess seht. Dieses gefaltete Rohr, was ich nehmen möchte, das tue ich hier dazwischen. So, und dann bleibt das in dieser Form. Und ja, ich finde das ganz sinnvoll. Keine Ahnung warum, aber. Es ist einfach eine Methode, die kommt ehrlich gesagt noch davon, als ich mit der Hand dann die Fassons gemacht habe, damit ich es einfach draufstecken konnte. Inzwischen nehme ich da auch Reeds and Stuff, aber ich denke, es ist gut, sozusagen diese Linsenform, die ich jetzt einmal hier habe, oder diese gewölbte, leicht unter Spannung stehende Form, einfach jetzt zu erhalten, ab jetzt. So. Das kommt hier rein, da könnt ihr nehmen, was ihr wollt, irgendwo dazwischen stellen oder ihr könnt es auch einfach auf den Tisch legen. Das geht natürlich auch. So, jetzt kommt Nummer 2. Also wie gesagt, ich habe auch hier wieder mit meinem Besten angefangen, sozusagen um den Goldstandard jetzt für diese Serie zu haben, habe ich zuerst das beste Holz genommen, das hier unten. So, jetzt kommt mein zweitbestes, was ich voraussichtlich auch nehmen werde, aber jetzt kommt der entscheidende Test.
Ich ritze an. Ich knicke. So. Manche sagen, es ist wichtig, wie das hier knickt und ob das gut knickt und offen ist und so weiter. Das nehme ich ehrlich gesagt nicht so wichtig, weil das hängt sehr davon ab, wie viel man, wie tief man geritzt hat. Und ich würde dem nicht so viel Bedeutung beimessen. Was für mich wirklich wichtig ist, ist diese Wölbung. Ob die erhalten bleibt, auch wenn Druck, wenn das später meine Lippen sind sozusagen, auch wenn die da so ein bisschen Druck, der Ansatz drauf gibt, dass das Rohr trotzdem offen bleibt. Das ist das Entscheidende. So, jetzt habe ich hier wieder. Ich stelle gerade fest, okay. Hier gibt es ein Problem mit der Schale. Und dieses Rohr ist jetzt an dieser Stelle, ja, war auch minderwertig. Ist sehr schön hart, hat leider kaputte Schale. Das sieht man jetzt nicht so ganz hier, wo es rau ist. Und da hat es jetzt auch, ist es gespalten. Also das tun wir weg. Nicht so schlimm, eins haben wir schon. So. Dann kommt jetzt Nummer 3. Gut. Gespalten. Und angefasst, gedrückt. So, jetzt haben wir schon den Fall, was ich vorhin sagte. Ich kann die Seiten zusammendrücken. Also das Nummer 3 ist schon. Geht schon nicht mehr. Also ich kann jetzt auch hier weiter hochgehen und wenn ihr hier von der Seite guckt, seht ihr es so halb. Sind die Finger davor, aber jetzt zeige ich euch wieder das Innenleben. Also hier habe ich jetzt eine Linse unten. Jetzt drücke ich zusammen und da ist es total flach. Ne? Also ich kann es absolut zusammendrücken. Auch weiter oben kann ich es zusammendrücken und das ist für mich, ja, geht gar nicht. So, vielleicht habe ich noch ein bisschen mehr Glück mit diesem Mittelklasse. Rohren, hölzern. Ach, das ist zu weich. Ja, ich denke, es wird bei einem Rohr bleiben. Jetzt kommen wir zum Fasonieren. So, wir haben also von den 10 Hölzern eins übrig. Wie gesagt, normal wäre wahrscheinlich für mich jetzt so 2, 3 gewesen, aber vielleicht habe ich ja nächstes Mal 4 und dann haben wir, oder auch 3 und dann haben wir doch wieder ungefähr die Statistik. Also, dieses hier macht einen sehr guten Eindruck. Und wie gesagt, ich würde an der Stelle des Aussuchens sehr kritisch sein. Es hat keinen Sinn, ein Holz zu nehmen, was am Ende eigentlich kein Rohr wird. Ja, dann hat man, was weiß ich, eine halbe oder eine Stunde Arbeit in das Rohr investiert und eigentlich war von Anfang an klar, das wird nichts. Also das kann man sich sparen. So, jetzt habe ich hier meine Fasoniermaschine. Ich benutze die Reeds & Stuff. Ich habe die Schablone. Ah, ich bin mir unsicher. Ich glaube, Tom. Wie Thomas in der Mühle ist das, glaube ich. Also, wie auch immer, ihr habt da eure eigenen Vorlieben. Ich habe eine, die relativ breit ist. Ja, da können wir später drüber sprechen. Jedenfalls, unter meine Videokonstruktion hier passt jetzt das nicht drunter. Deswegen spanne ich das mal kurz draußen ein und dann zeige ich euch, wie ich fasoniere. Und dann kommt ja schon ein wichtiger Schritt, wie wir die Zwinge da dran machen. So, ich habe jetzt hier mein Holz eingespannt. Ich gebe mir da sehr viel Mühe, dass das rechts und links wirklich gut stimmt, dass es wirklich in der Mitte ist. Ich schaue mehrfach an beide Seiten. Ich habe hier dann zum Beispiel an dieser Stelle, merke ich mir die Abstände hier, wo es offen ist, ja, dieses hier, wo jetzt der Finger ist, und das, wo das Holz auf diesem Metall steht, ja, merke ich mir, okay, das ist der Abstand und das ist dann das, wie es übersteht. Und dann gucke ich genau dasselbe auf der anderen Seite, den Überstand und der offene Überstand und dann, wie viel es hier übersteht. Also es geht wirklich darum, das Holz da mittig platziert zu haben. Und da ich hier schon mal eine Kerbe hatte, nehme ich die natürlich auch für die Mitte. So,
Jetzt mache ich meine Striche. Ich tue das mal so ein bisschen schräg hin, dann könnt ihr das vielleicht besser sehen. So. Einmal so, einmal so. Und dann noch jeweils zweimal in beide Richtungen. Das muss genügen. So, ich nehme es raus. Hier ist mein faszoniertes Holz. So, und jetzt kommt ein entscheidendes Thema. Und zwar werde ich jetzt vorentscheiden, was später meine obere und was meine untere Seite ist. Und da ich die Seiten beim Aufbinden ineinander lege, die obere liegt in der unteren, die obere ist sozusagen gewölbter, weil sie ja schmaler ist, sie liegt in der unteren. Ja, dann entscheide ich das jetzt gleich. So, jetzt habt ihr, wenn ihr genau hingeschaut habt, falls die Auflösung gut genug war, vielleicht gesehen, dass hier dieser Rand ein bisschen ausgefranst ist. Das liegt daran, dass mein Messer an meiner Fassungsmaschine nicht wirklich mehr richtig scharf ist. Und deswegen habe ich hier so ein super feines Schleifpapier und dann mache ich noch ein paar Mal so, um nicht diese Fransen da zu haben. Muss man vorsichtig machen, weil wir brauchen andererseits auch die scharfe Kante, um die Seiten gut ineinander zu legen. Also nicht zu viel Druck hier, einfach nur so ein bisschen drüber. Hier sind immer noch Fransen. So, jetzt biege ich das wieder, so wie vorhin. Und jetzt kommt es darauf an, meistens gibt es eine Tendenz, dass eine Seite in die andere reinpasst. Jetzt sieht es so aus, als wäre die untere, später meine obere, als würde die untere jetzt in diese, im Moment obere Seite, also im Bild obere Seite reinpassen. Muss ich auf der anderen Seite auch schauen, da sieht es auch so aus. So, das ist eigentlich jetzt bei diesem Holz ein recht klarer Fall. So, jetzt nehme ich meine, das muss man einfach schauen. Die bereite ich mir immer vor, damit ich die gleich parat habe. So. Jetzt schaue ich nochmal, dass das schön ausgewogen ist. So, hier passt es so, hier passt es so. Also, es ist jetzt eindeutig, dass diese Seite in die andere passt. Das heißt, die gefleckte Seite wird später meine obere Seite sein. Da ich, wenn ich die Zwinge nachher ziehe, auf der Unterseite, sozusagen auf der Rückseite von da, wo ich ziehe, mehr Druck habe und dadurch auch mehr Druck aufs Holz kommt, nehme ich die für die obere Seite. Ja? Also sozusagen das, was beim Ziehen an der Zwinge meine obere Seite ist, ja, weil ich ja hier mit der Zange habe, ist später die untere Seite. Und die Seite, die viel Druck kriegt, weil es die abgewandte Seite ist, weil da sozusagen der Druck von der Zange raufkommt, das wird meine obere sein und die mit viel Druck soll in die andere rein. Deswegen ist es so rum sinnvoll. So, jetzt mache ich die Zwinge so Pi mal Daumen auf die Position, wo ich sie später auch haben möchte. Ich werde die später auf der Hülse, wenn ich aufbinde, nochmal an genau die richtige Position verschieben, aber für jetzt reicht es erstmal. Und jetzt ist mein nächster Schritt, dass ich das Holz richtig gut einweiche. Ich möchte ja nicht, dass ich es beim Aufbinden spalte. Die besonders guten Hölzer, die besonders harten, die sind ja auch die, die zum Spalten neigen. Und da ich das nicht möchte, also keine Verluste zumindest, ein bisschen Spalten ist ja okay. Also wenn es ungefähr bis hier geht oder so, das Spalten, das ist ja gar kein Problem. Aber ich möchte nicht das Holz verlieren beim Aufbinden. Deswegen weiche ich meine zukünftigen Rohre immer sehr gut ein. So, jetzt kommt auch ein entscheidender Schritt. Ihr kennt das sicher, dass das Rohr oder dass diese, falls ihr es in diesem Zustand ins Wasser tut, dass es dann gerne mal oben schwimmt, an der Oberseite, an der Oberfläche. Und das nervt, weil ja dadurch dann immer das, was rausschaut, nicht wirklich gut feucht wird,
So, deswegen passe ich auf, ich halte das ins Wasser rein, die untere Seite, und dann zieht es innen das Wasser hoch. Das sieht man jetzt hier schon, das ist bis hoch gekommen. Das heißt, jetzt ist die Luft aus dem Holz raus und jetzt kann ich es loslassen und dann sinkt es an den Grund. Ja, weil jetzt keine Luft mehr drin ist. Also wenn ihr es erst reinhaltet, wartet, bis die Kapillarwirkung sozusagen das vollgezogen hat mit Wasser und es dann loslasst, dann sinkt es an den Grund und dann wird es gleichmäßig befeuchtet sein. Und so lasse ich es jetzt. Ich habe es ein bisschen variiert. Also ich bin früher wirklich extrem gewesen. Da habe ich nicht unter 3 Stunden oder so, manchmal auch länger, eingeweicht. Inzwischen bin ich eher so bei 1, 2 Stunden, weil ich mir sage, das reicht auch. Ja, auf jeden Fall sollte es eine ganze Zeit einweichen, um es schön weich zu haben zum Aufbinden. Und das Aufbinden ohne Spalten des Holzes hinzubekommen. Im nächsten Schritt sehen wir uns wieder zum Aufbinden. So, ich habe mein Rohr jetzt eingeweicht und jetzt kommt das Aufbinden und dafür brauche ich einiges an Werkzeug und natürlich eine Hülse. Ich benutze die Klopfer D11. Ja, Klopfer gibt es ja schon lange nicht mehr, aber es gibt Klopferkopie von Möckel. Das sind meine Favoriten. Die sind schwer zu bekommen. Muss man oft bei Herrn Möckel anrufen, bis er sie herstellt. Aber genauso stellt natürlich Guercio oder auch Frank und Meyer haben alle auch diese Klopferkopien im Gebrauch. Ja, für mich sind das die, mit denen ich am besten zurechtkomme. Und ja, jetzt fangen wir einfach mal an. Meine Hülse ist, Moment, die müsste 44 lang sein. Ich habe unterschiedlich lange Hülsen. Ja, die ist 44. Und ich spiele 44 und ich spiele auch 43. Das sind sehr kurze Hülsen. Früher, als ich Student war, habe ich 46 sowas gespielt, 47 auch. Über die Jahre, aus welchem Grund auch immer, keine Ahnung warum, sind meine Rohre immer kürzer geworden, beziehungsweise bin ich tiefer geworden. Früher war ich eher hoch, tendenziell, und jetzt bin ich eher tief und deswegen habe ich kürzere Hülsen, damit ich auf die 43, die der Standard sind, komme. So, und jetzt nehme ich mal mein Rohr hier raus. Jetzt wird es schwierig, weil ich jetzt hier vor der Kamera das alles mache, aber ich hoffe, es gelingt. So. Ich mache das Wasser raus, weil das nur stört beim Aufbinden. Und stecke, ach so, und suche jetzt aus, welche Seite meine obere ist bei der Hülse. Meistens sind die Hülsen nicht vollkommen oval. Das hier ist jetzt, die sieht an sich sehr gleichmäßig aus, aber ich würde sagen, dass diese Seite etwas gewölbter ist als diese. Vielleicht könnt ihr das auch sehen. Deswegen wird das später mal meine obere Seite sein, die gewölbtere, die rundere. Die passt dann zu meiner gewölbteren, runderen Seite des Holzes. So, und weil das ist die hier, nicht wahr? Diese hier. So, die stecke ich jetzt hier rein. Die Seite mit Fleck war ja unsere spätere obere Seite. So, ich stecke das jetzt hier ein Stück rein, ungefähr bis zur Zwinge. Dann schaue ich schon das erste Mal. Ich fasse hier an, wieder meinen 1 cm, wie vorhin beim Test. Wasser kann weg. So wie vorhin beim Test, und habe jetzt hier einen schönen Schatten, mit dem ich sehen kann, ob das hier in meinem Rohr gut passt. So, ich hoffe, das ist alles zu sehen auf dem Bildschirm. So, das war jetzt so ein erster grober Test. So, jetzt schaue ich. Ich habe eine 44er Hülse. Ich binde über. Das hängt allerdings natürlich von eurer Fasson ab und von eurer Erfahrung, also mit euren Erfahrungswerten, was ihr braucht. Ich binde 1,5 mm über, also zu lang auf. Das heißt, bei meiner 44er ist die Endlänge 69 und das heißt für mich 70,5. Stelle ich ein. Falls ihr nicht so eine Schieblehre habt, ich empfehle dringend so eine Schieblehre. Also nicht digital und auch nicht diese kleinen, die man sehr leicht verschieben kann und die nicht so. Auch diese Spitzen finde ich wichtig, kann man mal was markieren und so weiter. Und diese hier, ja, die benutze ich seit 25 Jahren.
Und sie geht immer noch. Also, so, jetzt schaue ich mal hier. Zufälligerweise habe ich das schon auf die richtige Länge hier drauf geschoben. Meine Zwinge ist jetzt ein bisschen zu tief, das seht ihr. Deswegen rutsche ich sie etwas nach oben, damit sie knapp über dem Ende der Hülse steht. So. So, jetzt schaue ich. Ich muss jetzt die ganze Zeit immer wieder überprüfen, ist mein Rohr gerade mit der Hülse verbunden? Auf dieser Achse und auch auf dieser. Also nicht, dass es irgendwie nach unten, nach oben. So, ist das alles gerade? Das ist meine Frage. Sieht gut aus. Sieht auch gut aus. So, jetzt, weil ich gerade hier ein bisschen dran geschoben habe, schaue ich nochmal durch. Ist das immer noch so, die Achse gut auf der Hülse? Ja, passt. So, jetzt nehme ich meinen Dorn. Wichtig ist wirklich, dass ihr einen Dorn habt, der wirklich zu eurer Hülse passt. Falls ihr Glutam benutzt, ist es natürlich schwierig, weil jede Hülse anders ist. Aber jetzt grundsätzlich sollte der Dorn wirklich ganz genau auf die Hülse passen, die ihr benutzt. Weil das soll fest und sicher sitzen, das soll sich nicht verschieben. Und ihr sollt natürlich auch nicht die Hülse irgendwie kaputt machen, wenn ihr gleich dran zieht, dass die irgendwie Spiel hat und sich dann verbiegt oder so. So, jetzt habe ich sie wieder hier drauf. Ich schaue wieder, ist alles gerade. So, jetzt kommt der Anfang des entscheidenden Schrittes, die Saiten ineinander zu legen. Ich ziehe an, allerdings noch nicht bis zum Ende. So, wichtig ist, erst ziehen und dann drehen. Macht ihr sicher sowieso. Ich sag's trotzdem nochmal. Also erst ziehen, nicht zu doll, bisschen, habe nicht sehr viel Druck hier drauf. So, jetzt drehe ich ein paar Mal, bis ich das geschlossen habe hier. So, jetzt seht ihr hier, wie viel offen das ist, wie groß der Spalt ist. Genau derselbe Spalt soll auf der anderen Seite sein. Zufälligerweise ist er das fast nicht ganz, ist ein bisschen schmaler. Ja, also hier ist die erste Seite, hier ist die zweite. Ach so, jetzt mache ich noch etwas. Das finde ich persönlich wichtig, weil mich dieses Drehen, ich müsste nicht immer komplette halbe Drehungen machen. Deswegen mache ich jetzt diese Fransen ab und dann kann ich fein drehen, Vierteldrehung, halbe und habe nicht immer diese Überstände, die mich letztlich stören. So. Also hier ist relativ offen, hier ist relativ geschlossen näher. Und jetzt öffne ich diese Seite, damit es wieder gleich wird. Ich gehe hier mit dem Fingernagel ran, also hier so dagegen, Fingernagel und ganz vorsichtig und mache so eine Bewegung, ganz vorsichtig, ja. Nur ein bisschen so, bisschen Fingernagel drauf und ein bisschen drehen. So. Hat sich etwas verändert. Gut, bin ich zufrieden. Da ich jetzt wieder an dem Rohr geschoben habe, muss ich es wieder, wie ihr seht, dass es jetzt nach hier rüber geht, muss ich es wieder gerade ausrichten. Auch hier nochmal schauen. So, passt das, passt diese Achse. Okay. Jetzt kommt der entscheidende Schritt, wo ich die Saiten ineinander lege, so wie ich sie später haben möchte. So, ich ziehe und mache zu. Noch nicht ganz, fast ganz mache ich zu. So, ziehen, drehen. So, ihr könnt jetzt hier sehen, ich hoffe, die Auflösung lässt es zu vom Video, dass es noch ein ganz kleines bisschen offen ist. Und hier ist es ziemlich doll viel offen geblieben. Das heißt, auf meiner fast ganz geschlossenen Seite mache ich jetzt diesmal mit dem Fingernagel. So, öffnet sich das wieder. Also, ihr habt es gesehen, ne? So mache ich mit der. So, jetzt habe ich diese Seite und habe ich diese Seite, sehen relativ gleich aus. So, jetzt kommt der entscheidende Schritt, wo ich die Seiten final, also ich habe sie noch nicht ganz zu, das ist entscheidend. Und ich mache sie jetzt final ineinander, damit sie später sich nicht mehr verschieben. Ja, nichts ist schlimmer als ein verschiebendes Rohr, sich verschiebendes Rohr. Und ich möchte gerne auch wissen, was meine Oberseite, was meine Unterseite ist. Ich halte nichts davon, das zu wechseln. Ja, weil es vollkommen unterschiedlich klingt, Ober- und Unterseite. Je nachdem, wie man sie im Mund hat, ob man sie richtig im Mund hat. So,
Ich schaue jetzt über die gesamte Länge des Holzes, dass die wirklich ineinander liegen. Und ich helfe nach mit dem Fingernagel, indem ich die Oberseite in die Unterseite schiebe. Hier hinten festhalte, damit sich das nicht alles komplett verschiebt und nicht auf der einen Seite, wenn ich hier schiebe, auf der anderen wieder rauskommt oder so. Also ich mache hier ziemlich viel Druck so und schiebe hier. So, diese Seite sieht sehr gut aus. Die ist eindeutig drin. Und diese ist noch nicht so ganz klar. Hier hinten vor allem auch nicht. So, rein damit. Und hier auch wieder. So, und jetzt, wenn ich damit zufrieden bin, hier ist wieder jetzt ein bisschen geschlossener als auf der anderen Seite, mache ich nochmal so. Ja, die sollen ja auch wirklich identisch aufeinander liegen, also im gleichen Maße aufeinander liegen. Deswegen sind diese Abstände hier so wichtig, die Öffnung. So. Jetzt gucke ich wieder, ist mein Rohr relativ gerade, ja, aber das kann ich auch gleich nochmal ausrichten. So, und jetzt mache ich das letztliche, ja, so wie ich es am Ende haben will. Zack und drehen. Jetzt ist es geschlossen. Der Punkt, wo es schließt, ist jetzt bei mir so, dass die nicht extrem ineinander liegen, aber doch deutlich. Also sie liegen nicht aufeinander, sie liegen ineinander, aber nicht extrem. Also die eine verschwindet nicht komplett in der anderen. Wo dieser Punkt ist am Ende eurer Hülse im Vergleich zur Breite eurer Fasson, das müsst ihr individuell rausfinden. Bei mir ist dieser Punkt, wenn ich 1,5 mm überbinde. Das kann bei einer anderen Fasson, einer anderen Hülse, die eine andere Öffnung oben und so weiter hat, kann das anders sein. So, hier habe ich eine kleine Spalte, das stört mich gar nicht. Ist natürlich auf der Oberseite, weil hier der ganze Druck drauf ist, weil die gewölbt da ist. So. So eine kleine Spalte, ehrlich gesagt, ist für mich auch ein Qualitätsbeweis, weil es zeigt, dass das Holz schön hart ist. So, die sieht gut aus hier. Ich gucke jetzt nochmal, dass die Seiten wirklich schön ineinander liegen, bevor ich aufbinde. Das sieht auch gut aus. So, jetzt ist der entscheidende und letzte Punkt, dass ich nochmal die Länge messe. Ob sich was verschoben hat? Nein, hat es nicht. Passt noch die Länge. So, und jetzt schaue ich nochmal, ob mein Rohr wirklich gerade drauf ist. Ich habe jetzt die hier, so geht es ein bisschen so. Ja, muss ich nochmal zurückschieben. Ich mache wieder den Dorn rein, den brauche ich ja gleich zum Aufbinden. Ja, schaue hier, sieht gut aus. Schaue hier, sieht gut aus. Schaue nochmal rein. Also ich würde mir da viel Zeit lassen. Ja, ihr wollt reproduzierbare Rohre, deswegen sollen die alle immer ganz gleich aussehen, ganz gleich gemacht sein, damit ihr dann an kleineren Sachen was verändern könnt und nicht alles eine Frage des Zufalls ist. So, ich nehme noch einmal, nachdem ich jetzt das ausgerichtet habe und zufrieden bin, dass alles gerade ist, ziehe ich nochmal sozusagen ans Limit, ohne die Zwinge kaputt zu machen. Das müsst ihr wissen, wie weit das bei eurem Draht geht. Also bei mir geht es nicht extrem. Also ich kann jetzt nicht wirklich so viel ziehen, dass es ganz viel Kraft gibt, aber es reicht aus. So, das Rohr. Kann sein, dass das nur die Kamera ist. Ja, das Rohr sieht gut aus. Würde ich sagen. Ja, so, jetzt kommt der Punkt, wo wir aufbinden. Ich habe hier mein Garn und ich nehme kein Stuhlbein. Habe ich noch nie gemacht. Kann ich ehrlich gesagt auch gar nicht. Andere können nicht die Methode, die ich nehme. Also es ist immer individuell. Also, meine Methode ist die folgende. Ich nehme das Garn und zwar so, dass es sich auf der Unterseite abrollt. Ich nehme das hier zwischen die Finger. Hab das hier in der Hand, habe hier ganz viel Kraft drauf, wenn ich sie brauche später. Ja? Und bin hier auf der Unterseite, das ist wichtig, nicht auf dieser Seite, sondern auf der anderen. Komme ich raus, kann ich gut abrollen. So, jetzt habe ich hier ein kleines Stück rausgucken. Gehe auf die Unterseite, hier ist die Oberseite meiner Zwinge, kann die Zwinge ein bisschen wegbiegen, die stört mich jetzt bloß. So, gehe auf die Unterseite, kurz über dem Ende des Holzes. Jetzt halte ich das hier viel Druck drauf auf diesem Finger, gehe einmal rum und gehe schon unter diese Schlaufe.
Ja, bin jetzt unter der Schlaufe, aber noch über dem, was ich vorher gewickelt habe. So, gehe einmal rum und gehe jetzt unter das, was ich gerade gehalten habe. Jetzt hält es schon. Ja, ich bin jetzt einmal rum, gehe jetzt runter. So, bin drunter. Brauche jetzt nicht mehr halten. Ich habe hier Mitteldruck, Mittelfühldruck. Also nicht viel Druck, aber etwas Druck, dass es straff ist. So, und jetzt fange ich an, nach oben zu wickeln. Ich muss mal die Sachen weglegen, sonst ist der Fokus hier falsch. So, jetzt fange ich an, hoch zu wickeln. Ich habe nach wie vor nicht viel Druck drauf, aber ausreichend Druck. Also es darf auch nicht, natürlich nicht lasch sein. So, ich gehe jetzt nach oben zur Zwinge. Jetzt wird mein Druck immer stärker. Jetzt habe ich richtig viel Druck drauf, denn jetzt kann ich. Wenn ich vorher viel Druck drauf gebe, verrutscht mein. Moment, ich halte es mal kurz fest. Also ich kann hier stoppen, kann locker sein, wenn ich hier festhalte. So, wenn ich vorher viel Druck hier gebe, verrutscht mein Rohr entsprechend des Druckes und ist auf der Längsachse, also auf der Achse auf dem. Stimmt der Horizont sozusagen nicht mehr, was ich vorher mit dem Durchschauen von unten geprüft habe, das stimmt dann nicht mehr, weil es sich verdreht auf der Hülse. So, deswegen mache ich erst jetzt, wo hier schon viel Druck ist, der das Holz hält, gebe ich erst jetzt Zug auf das Garn. Jetzt habe ich richtig viel Zug. Ja, ich will ja, dass es richtig gut schließt, dass es auch hält und auch meiner Meinung nach schwingt es auch besser, wenn man es gut sozusagen abgeschlossen hat. So, jetzt bin ich an der Hülse an der Zwinge angekommen. Jetzt prüfe ich. Ich möchte genau die 44 von der Hülse haben. Stelle mir hier meine 44 ein und prüfe, wo ich bin, weil die Zwinge könnte auch verrutscht sein. So, ich bin genau bei den 44. Das heißt, hier höre ich auf, gehe nach unten. So, ich halte hier ganz doll fest, ne, damit mein Garn hält. So, jetzt habe ich hier wieder Druck drauf und gehe jetzt bis nach unten und bin jetzt unter meiner Wicklung und stabilisiere jetzt auch nochmal damit diesen Anfang, der ein bisschen lasch aufgebunden war, weil ich da noch nicht Druck geben konnte, ne? So, bin jetzt hier am Ende des Holzes, halte das, ist aber egal, kann ein bisschen rausgucken, ist nicht schlimm. Mache drei ungefähr Windungen nochmal auf der Hülse. Habe jetzt richtig Druck drauf. Ja. Halte hier ordentlich fest. Jetzt habe ich es locker. Halte fest. So, jetzt kommt mein Knoten. Der geht so. Also ich mache es langsam. Ich kann das ansonsten nicht weiter erklären. Und dann hier rein. So, gehe bis runter und ziehe. Und mache zwei Knoten von dieser Art. Das war mein erster. Also um diesen Finger, um diesen, unten rum, Rohr durch, rutsche bis ans Ende, hab meinen Knoten hier, halt hier wieder fest und zack. So, das war's. Und nehme meine Klinge und schneide ab. Alles nicht so leicht vor der Kamera. So. Und jetzt bin ich fertig. Ich habe mein Rohr aufgebunden und schneide gleich mal die Zwinge ab, weil ich die nicht mehr brauche. Die ist jetzt auch locker. Das heißt, mein Garn ist fester gewesen als die Zwinge. Das hat das Rohr weiter zusammengedrückt, als die Zwinge es konnte. Die Zwinge wäre sonst gerissen. So, und jetzt ist ganz klar hier, dadurch, dass die Seiten ineinander liegen, ist ganz klar, was oben und was unten ist. Das wird meine obere Seite sein. In jedem Fall. Und ich werde immer die obere Seite auch oben spielen. Also ich habe von Oboisten auch oder habe Oboisten getroffen, die das Wechseln oben unten, egal, kann ich absolut nicht unterstreichen. Also für mich ist es ganz klar, oben unten. So, ich schaue noch mal, ob mein Horizont noch stimmt. Ja, der stimmt noch. So, und jetzt würde ich das Rohr, so wie es ist, ein, zwei Tage liegen lassen, damit sich diese Form hier schön stabilisiert. Man kann sagen, also einmal komplett austrocknet,
Dann wird es gewölbter. Ja, im Moment ist es so ein bisschen flach. Wenn es trocken ist, wird es noch, geht das Wetter nach oben, wird richtig schön gewölbt. Und das kann ich gebrauchen für später. Ja, also deswegen lasse ich es auch noch zu, ich schneide es noch nicht auf. Und es soll sich jetzt an diese gewölbte Form sozusagen gewöhnen. Lasse es ein, zwei Tage liegen und mache dann weiter mit dem Schaben. Der nächste Arbeitsschritt ist, dass ich mein Rohr aufschneide. Also, dass ich es öffne. Das mache ich so, ich weiche es schön ein. Ungefähr, sagen wir mal, ja, eine halbe Stunde oder so. So, dass es schön feucht ist. Denn ich möchte beim Aufschneiden nicht, dass es sich spaltet durch den Druck sozusagen von dem Abschneider. So, es ist jetzt also schön feucht. Und ich mache vorne, sagen wir mal 5 bis ja, 5 mm oder so, mache ich grob die Schale weg. Einfach, dass es da nicht mehr so dick ist. Ich benutze Stanley Teppichmesser. Dieses hier gibt es aktuell zu kaufen. Ja, ich habe noch ein anderes Modell, was man rein und rausschieben kann von Stanley. Das gibt es leider nicht mehr zu kaufen. Also, das hier ist ein bisschen aufwendig mit Schraubenzieher zu benutzen. Und ich habe die Trapezklingen und bin damit sehr zufrieden. Ja, also ich, das hier ist auch mein sozusagen mein richtiges Messer. Das nehme ich jetzt hier auch, um diese grobe Arbeit zu machen. Rechts und links. So. Hier auch. Wie ihr seht, mache ich immer ganz kleine. Also später dann beim Schaben noch kleinere, aber auch hier eher kleine Schritte, aber dafür viele. Ich glaube, man kann es dadurch besser kontrollieren, als wenn man jetzt da viel Druck und große Späne abnimmt. So, wichtig ist auch hier schon, dass man sich Mühe gibt, rechts und links und in der Mitte überall gleich viel wegzunehmen. Ja, dass man für später immer ein ausgewogenes Ergebnis hat, dass man nicht eine Seite komplett schon dünn hat oder so und die andere noch gar nicht. Also das ist wichtig, einfach, dass man das genau macht. So, jetzt haben wir hier beide Seiten gemacht. Jetzt würde ich sie wieder einweichen. Und vielleicht noch mal 10 Minuten oder so. Das machen wir jetzt nicht so genau, damit das Video vorangeht. So, hier ist meine Abschneidemaschine. Reeds & Stuff. Ich bin nicht komplett überzeugt von dieser Maschine, aber sie ist immerhin besser als die Rieger. Und ich finde es wesentlich besser als mit dem Messer, weil ich habe diese geraden Schnitte zu oft nicht hinbekommen. Wirklich gerade. Und da mich das dann sehr stört. Wie gesagt, andere Leute sind dann auch wieder toleranter damit, aber mich stört es und deswegen habe ich diese Maschine mir gekauft, die das gerade macht. So. Sie lässt sich nur in der Länge. Diese Skala ist eigentlich sehr grob, nicht so fein einzustellen. Aber ja, irgendwie mit Erfahrung kriegt man es irgendwie hin. So, kommt hier rein. Auch hier ist mir sehr wichtig, dass man hier gut schaut, dass es wirklich mittig ist. Ja. So. Das war's schon. Ich schaue dann immer mal, ob es hier eine Seite gibt, die länger ist. Manchmal passiert das beim Abschneiden. Sieht gut aus. So. In diesem Zustand, im aufgeschnittenen Zustand und einmal eingeweicht, bekommt dieses Rohr, dieses Holz auch noch mal eine andere Wölbung. Ja, wenn es jetzt einmal austrocknet, hat es auch wieder mehr dieses Gewölbte. Und das möchte ich, dass es diese Form kriegt. Deswegen lasse ich ihm die Zeit und die Ruhe und schabe jetzt nicht weiter, sondern lasse es wieder einen Tag liegen. Es geht jetzt weiter damit, dass wir dem Rohr eine Bahn geben.
So, hier ist meine Oberseite. Ihr seht es, hier liegt es drin. Und hier ist meine Unterseite. Und ich habe immer die gleiche Reihenfolge. Ich fange immer mit der Oberseite an. So, ich stelle hier ein. Ich möchte jetzt sozusagen meine Bahnlänge festlegen. Dafür stelle ich hier, mein Rohr ist 69 lang, stelle ich mir 59 ein. 10er Bahn ist der Standard. So, gehe hier unten ran. Deswegen mag ich auch diese Schieblehre mit den spitzen Ecken. Ich kann hier unten rein, bin fest und kann mit dieser scharfen Ecke oben mir eine Kerbe machen, wo ich dann sozusagen meine 10er-Bahn markiert habe. Mache ich in der Mitte vorsichtig. So. Dann nehme ich mein Messer. Da ich hier auf den Bildschirm schaue, nicht so einfach. Brauche ein bisschen mehr Kerbe, als ich hier habe. So. Jetzt sieht man sie. So, ich gehe hier in die Kerbe, setze in der Mitte an. Ich bin jetzt genau in der Mitte. Und gehe nach links, kante das Messer an. Gehe nach rechts. So. Jetzt seht ihr, habe ich hier eine schöne Rundung drin. Mir ist diese Rundung wichtig. Gibt auch Leute, die legen da nicht so viel Wert drauf. Auch gut. Ich habe hier ich benutze zwei verschiedene Zungen. Das finde ich wichtig. Und zwar verschieden auf zwei Arten. Diese hier ist gewölbter. Diese hier ist flacher. Diese ist aus Kunststoff, diese ist aus Holz. Beides hat Vor- und Nachteile für bestimmte Arbeiten. Holz trocknet das Rohr aus, wenn man es reinsteckt, was gut ist, wenn man die Ansprache machen will zum Beispiel, dann kann man sie besser sehen. Das hier trocknet das Holz nicht so aus, was auch manchmal gut ist, wenn man eine feuchte Bahn einfach glätten will oder so. Das geht im feuchten Zustand besser. Die flache ist außerdem gut, um die Seiten zu bearbeiten, weil man die Seiten dann sehr schön sieht. Ja, und die gewölbte ist auch wiederum, die ist für die Ansprache gut, die ist aber auch für hinten gut, weil sie sozusagen diesem hinten, was sonst in der Luft hängt, ein bisschen mehr Holz oder ein bisschen mehr Wölbung entgegenstreckt. So, deswegen nehme ich hier für diesen ersten Schritt die gewölbte, damit ich hier hinten eine schöne Auflage habe und mache jetzt erstmal die Schale weg. Ich habe jetzt auf beiden Seiten die Schale weggenommen und ich habe mir Mühe gegeben, nicht zu weit reinzugehen. Also wirklich die Schale und nicht viel tiefer. Und auch an den Seiten aufzupassen, dass wir da nicht plötzlich ganz dünn sind oder so. Ja? Also einfach durchgängig eine Höhe. So, jetzt mache ich wieder weiter mit meiner Oberseite. Ich fange jetzt an mit der Ansprache. Und zwar. Das ist der erste Schritt Ansprache. Meine Ansprache soll ungefähr 1 Millimeter lang sein. Vielleicht ein bisschen kürzer. Ich setze ungefähr 1 Millimeter vor Schluss an und mache diese Mini-Schritte. Ja, also wirklich Mini. Viele kleine, aber nicht tief und groß und so weiter. Weil das kann man nicht kontrollieren. Hat man an einer Stelle dann plötzlich ganz viel weg. So, ich gehe immer von links nach rechts, von rechts nach links, immer quer rüber und vollkommen gerade. Die Rundung von der Ansprache mache ich später. Einfach 1 Millimeter rechts, links. Upp. So, das dauert alles eine Weile. So, ich habe jetzt eine Weile hier an der Ansprache geschabt. Ihr könnt jetzt hier gut die Kante sehen und die geht, wie gesagt, gerade rüber. Ich bin aber auch noch nicht auf endgültiger
sozusagen auf endgültigen Maßen, was die Höhe betrifft von der Ansprache. Ich bin noch viel zu dick, aber habe schon eine deutliche Stufe drin. Sieht man hier. So. An der Unterseite habe ich es auch gemacht, bin noch nicht ganz so weit, um euch nochmal diese Kante zu zeigen. Also setze sie hier an und mache einfach immer wieder an der gleichen Stelle. Dadurch kriege ich diese Kante rein, indem ich immer an der gleichen Stelle hier verharre und diese Mini-Schritte mache. So, jetzt habe ich auch hier eine Kante drin. So sieht man es ein bisschen besser. Hier ist sie deutlicher. So, jetzt kann ich einmal meine Bahn messen. So, jetzt schaue ich mal, wo ich so stehe mit meinem Rohr. Wir messen als erstes mal die Ansprache. Sind wir bei. In der Mitte bei gut 20. An der Seite ein bisschen tiefer, 15. Auf der anderen Seite sind wir bei 17. Ja, das ist so. Also am Ende wird meine Ansprache ungefähr zwischen 6 und 9 oder so sein. So, jetzt gehen wir mal an den ersten Punkt hinter der Ansprache. Das sind wir 45. Bisschen weiter 50, bisschen weiter auch 50, das bleibt dann etwas über 50, also um die 50, denn wir haben ja an der Bahn noch gar nichts gemacht, ne? Hinten würde ich es jetzt erstmal so lassen, da ist 50 ganz okay. So, für den Rest der Bahn nehme ich jetzt mal diese Zunge, die flache Kunststoffzunge, und nehme mein Messer und mache hier mit wenig Druck in den oberen zwei Dritteln, also ab hier, nehme ich was weg. Hier hinten kann das gut erstmal gut 50 sein, da kann ich später noch wegnehmen. Da will ich gar nicht wesentlich weniger. Aber hier vorne will ich natürlich, also der erste Messpunkt in der Mitte soll ungefähr dann später 25 sein. Der war jetzt 35 oder 40 oder so. Jedenfalls viel zu dick. So, ich fange an in der Mitte und dann auch hier wieder mit wenig Druck, viele kleine Schritte, keine großen Kerben. Gehe ich zu den Seiten, gehe hier auch zur Seite. So, hier habt ihr gehört, vielleicht bleibe ich so ein bisschen hängen. Mache ich nochmal schräg, um die Kerbe rauszukriegen. So, das mache ich ein paar Mal hin und her. Wie gesagt, das ist alles erstmal grob. Wir müssen es erstmal dahin kriegen, dass wir überhaupt so einen Quietschton rauskriegen. So, das ist die Oberseite, jetzt kommt die Unterseite. Das ist im Moment das Ziel, dass es so ein bisschen schwingt. Im Moment ist das Holz von diesem Rohr auch zu trocken, um überhaupt da einen Ton rauszukriegen. Deswegen müssen wir es gleich nochmal einweichen. Und dann werden wir sehen, wo wir stehen. Dann können wir sozusagen, wenn wir den Test gemacht haben, ob es schon überhaupt ein bisschen einen Ton macht, also einen Quietschton, dann können wir ermessen, wie viel Dicke wir noch wegnehmen müssen. Wir wollen ja nur so viel wegnehmen wie nötig. Möglichst viel drinstehen lassen für den Klang, aber natürlich auch bequem soll es sein. So, wir wässern es erstmal ein bisschen, damit es überhaupt wieder schwingen kann. So, ich habe das Rohr jetzt einige Tage liegen lassen.
und habe es jetzt wieder gewässert. Mindestens 10 Minuten würde ich sagen. Jeder hat da so seine Zeiten. Es soll auf jeden Fall gut feucht sein. Und jetzt schaue ich es mir an und festzustellen ist, wenn man ein Rohr weggelegt hat und es dann wieder rausholt und wieder einweicht und so weiter, dass diese Taille hier unten etwas schmaler wird. Das sieht man jetzt sicher auf dem Video nicht so. In echt würde man es sehen. Schmaler als beim Aufbinden ist die geworden. Und diese Wölbung hier, wenn ich es auf die Seite drehe, ist auch höher geworden. Also das Rohr hat sich sozusagen, ist runder geworden. Was mir natürlich entgegenkommt. Und weil ich ja ein Rohr haben möchte, wo Luft durchgeht. Also was ausreichend eine Öffnung haben soll. Was nicht irgendwie flach ist, sondern eine Öffnung haben soll. Damit es Luft annimmt, damit es nicht zusammenfällt. Und was aber auch dazu führt, dass das Rohr natürlich jetzt erstmal viel mehr Spannung und dadurch auch Widerstand hat. Und das kann tückisch sein, wenn man jetzt von diesem Zustand ausgeht und sagt, so, jetzt muss ich es immer dünner machen, damit es schwingt, damit ich drauf spielen kann. Obwohl ein Großteil dieses Widerstandes oder dessen, was sich schwer anfühlt beim Spielen, darauf zurückzuführen ist, dass es gewölbter ist und dadurch sozusagen ein bisschen steifer geworden ist, das ganze Rohr. So, was mache ich, damit ich einen objektiven Eindruck bekomme? Ich nehme mein Feuerzeug und mache es nochmal schön nass, das Rohr, so, damit ordentlich Wasser drin hat und erwärme das Rohr und das Wasser darin, bis es ein kleines Zischgeräusch gibt. Dann weiß ich, es ist warm genug und dann werde ich es zusammendrücken. Das werdet ihr gleich sehen. So, das mache ich jetzt einfach mal. Das führt dazu, dass dieses Gewölbte etwas flacher wird. Ich verliere das natürlich nicht ganz, will ich ja auch gar nicht. Aber ich mache das Rohr dadurch sozusagen, bringe das in einen Zustand, als hätte ich jetzt, sagen wir mal, 10 Minuten drauf gespielt. Also als wäre da Druck drauf gewesen. Diesen Zustand erreiche ich dadurch, dass ich es erwärme und dadurch, dass ich dann das Holz entsprechend besser biegen kann. So, das kann man jetzt hier nicht ganz sehen. Ich halte es drüber. Ist jetzt alles ein bisschen zu eng hier. Drehe es hin und her. Soll ja auch nicht anschmoren. So, jetzt zischt es. Gut, es hat gezischt. Und jetzt drücke ich es zusammen. Ich drücke es hinten zusammen, da wo ich die Spannung raus haben will. Ja, hier drücke ich. Ich drücke es auch vorne ein bisschen zusammen. Und mein Rohr ist schon flacher geworden. Es ist jetzt wesentlich sozusagen spielbereiter. So, ich drücke es jetzt nochmal ordentlich zusammen. Jetzt ist es nur noch lauwarm übrigens. So, jetzt ist es noch flacher. Man sieht auch ein bisschen, dass die Wölbung in diesem Bereich etwas weggegangen ist. Hier ist sie noch da. Im ersten, sagen wir mal, Zentimeter oder so ist sie noch da. Danach, da wo ich auch später die Lippen habe, sozusagen, wo ich diesen Widerstand oder dieses, ja, wo ich es einfach gängig haben möchte, da ist jetzt etwas weniger Wölbung drin. So, die Seiten liegen immer noch schön ineinander, wie man hier hoffentlich auf dem Video auch sieht. Das ist meine Oberseite. Ich erkenne es immer daran, weil bei mir hier das rüber geht. Vom Aufbinden her ist es immer gleich. So, jetzt ist der Moment. Ich habe die Spannung ein bisschen rausgemacht. Ich habe noch überhaupt keine fertige Bahn. Man erkennt es jetzt nicht so ganz. Ich habe bisher ausschließlich eine gerade Ansprache hier reingemacht. Ja, also eine Ansprache, wie ich sie später, jetzt sieht man es besser, wie ich sie später gar nicht haben will. Ich will sie natürlich rund, so wie wir immer eine Ansprache machen. So, also es ist ein völlig unfertiges Rohr, auch noch zu dick in der Bahn und jetzt versuche ich mal, wie es kräht. Ja, also mit viel Druck kommt ein Pfeifton. Wie wir alle wissen, ist es viel zu schwer, viel zu hart. So, deswegen fange ich jetzt an. Ah, ich messe erst nochmal. Nicht selten verändern sich übrigens auch die Dicken, wenn man es liegen lässt.
weil irgendwie dann beim Einweichen stellt sich nochmal was auf oder so. Oft ist da ein bisschen dicker. So, ich messe erstmal meine Ansprache hier vorne. So, da bin ich ungefähr doppelt so dick, wie ich es haben will. Kein Wunder, dass es noch schwergängig ist. So, dann kommt der erste Messpunkt. Ja, viel zu dick. Da will ich 25 sein. Ja, ich muss jetzt nicht alles messen. Also es ist alles noch viel zu dick. Feuerzeug kann weg. Wobei ich auch bei den nächsten Malen, wenn es noch so neu ist, es immer mal wieder rausholen würde, wenn ich feststelle, dass das Rohr sehr viel Widerstand hat. So, jetzt gehe ich nochmal über die ganze Bahn, weil ich einfach überall noch was weghaben möchte. Wichtig ist, ihr kennt sicher diesen Effekt, dass eine Seite dünner ist als die andere. Meistens ist die rechte dünner als die linke. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob es auch ein Messfehler ist, also ob die Uhr das irgendwie falsch darstellt. Ich weiß nicht, ob ihr auch diese Erfahrung gemacht habt. Jedenfalls muss man beim Schaben darauf achten, dass es wirklich beide Seiten gleichmäßig behandelt werden. Ich fange meistens in der Mitte an und gehe dann zu einer Seite, versuche das ganz gleichmäßig zu machen. Also ob Mitte oder Seite, überall gleich viel wegnehmen. So, und dann gehe ich wieder in die Mitte und gehe zur anderen Seite. Und versuche genau die gleiche Menge an Material wegzunehmen. So, das sind jetzt kleine Mengen, aber steter Tropfen, nicht wahr? Hüllt den Stein. So, jetzt gehe ich hier auch wieder nach rechts, fange wieder in der Mitte an, gehe nach links. Ich merke jetzt, wenn ich hier nach vorne gehe, was ich hier noch für eine Kante habe. Also ihr erkennt das sicher, dieses Gefühl, dass man diese Stufe so im Messer spürt. Das ist natürlich viel zu viel, nicht wahr? Was am Ende das Ausschlaggebende ist, und wir können jetzt hier nicht, das würde ewig dauern, weil ich für dieses Schaben sehr viel Zeit benötige, will ich nochmal das Grundprinzip erklären. So, das Wichtigste in der ganzen Bahnschabung sind die Proportionen, also die Verhältnisse, meiner Meinung nach. Also die Verhältnisse von der Dicke hinten nach vorne, Mitte, Seite, Ansprache Herz, Ansprache Seiten, Übergang zur Bahn ist flacher als in der Mitte, nicht wahr? In der Mitte haben wir mehr Stufe als an den Seiten. Also diesen Übergang, dann das Verhältnis, wo setzt der Übergang an? Also bin ich weiter oben, ist meine Rundung von der Ansprache später flach oder geht sie sehr stark rum? Ja, das sind alles Entscheidungen, die wir so oder so treffen können. Aber wichtig ist, dass die Verhältnisse stimmen. Also, dass sozusagen das, was wir machen, immer zu dem Pendant passt. Ja, also ich kann zum Beispiel keine sehr dünne Ansprache haben und sage mir, aber ich lasse dafür im Herz sehr viel stehen. Sozusagen, ich mache hier vorn, mache ich es leichtgängig an der Ansprache. Damit ich aber trotzdem Klang habe und es nicht dünn klingt, lasse ich das Herz dick. Und das funktioniert zum Beispiel nicht natürlich, wisst ihr sicher selbst, weil dann die Stufe viel zu groß wird. Und dann ist das Verhältnis der Stufe, also sozusagen das dicken Verhältnis Ansprache Herz, nicht mehr gegeben. Ist zu extrem. Zu einem dicken Herz passt eigentlich, muss man sagen, passt dann auch eine dickere Ansprache, weil dann ist das Verhältnis wieder besser. Aber wahrscheinlich ist das Rohr dann immer noch viel zu schwergängig. Also man muss sozusagen sich da vortasten, das ist das Wichtigste. Also auch wenn ihr jetzt schabt, nicht eine Sache zu Ende bauen, während man die anderen noch im Anfangsstadium hat. Also zum Beispiel nicht die Ansprache total fertig machen, fertig schaben, sodass sie nicht mehr dünner geht, während ich hinten noch oder in der Bahn noch viel zu viel stehen habe. Ja, das macht wenig Sinn, weil da kann man das Rohr schlecht beurteilen, wie viel das eigentlich braucht. Und die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass man dann in der Ansprache zu viel weggenommen hat, weil man sich sagt, ist ja noch sehr schwergängig, aber es liegt sozusagen am nicht gegebenen Verhältnis, weil das sozusagen der Unterschied zu groß geworden ist zum Rest der Bahn.
So, deswegen ist es so wichtig, sich voranzutasten. Also ich habe eine dicke Ansprache im Moment, ich habe eine dicke Bahn. Gut, es fiept. Ja, und so, ich weise nochmal ein, um es nochmal zu beurteilen, wie es jetzt kräht. Und ja, und muss jetzt einfach schauen, wie ich mich da vorantaste. Und um es, wie gesagt, objektiv beurteilen zu können, muss ich einfach immer wieder, ich drücke es auch jetzt nochmal zusammen, weil es hat gut Spannung. So. Und um es wirklich beurteilen zu können, wie gesagt, muss ich die Verhältnisse relativ gleichmäßig anpassen. Ja, deswegen alle Parameter ungefähr auf dem gleichen Niveau haben. So, jetzt versuche ich nochmal. So, ist nicht mehr der ganz hohe Fieber und ist ein bisschen auch der ein bisschen tiefer Kräher schon mit dabei. Die Fachleute wissen, was ich meine. So, jetzt würde ich mal dazu übergehen, weil diese Ansprache ist ja total unkomplett, würde ich mal dazu übergehen, da wirklich eine Schräge reinzubringen oder eine Rundung. Das mache ich, indem ich das Messer hier so ansetze, 45 Grad oder vielleicht ein bisschen flacher. Und nur immer wieder über diese Ecke schabe. Also ich mache jetzt nicht hier immer das Komplette oder so hin und her, sondern einfach nur eine Ecke. Ich fange links an. Ich habe übrigens immer eine feste Reihenfolge, wie ich die Bahn schabe. Habt ihr wahrscheinlich auch. Ich fange immer mit der Oberseite an, links. So, dann mache ich Oberseite rechts und dann drehe ich und so weiter. Also da auch, dass man weiß, was man schon gemacht hat, hat man so seine Methoden. Dass man immer weiß, an welchem Punkt man gerade ist. So, ich habe hier meinen etwas flacher als 45 Grad Winkel und schabe jetzt einfach, ich mache gar nichts an der Ansprache aktuell. Ich schabe jetzt erstmal hier ein bisschen diese Kante oder diese Stufe flacher, dass der Übergang von der Ansprache zur Bahn an der Seite etwas sozusagen flacher, harmonischer wird. Ohne diese Stufe. So, ich bin jetzt hier bei der vierten Ecke angekommen, also sozusagen bei der unteren Seite rechts. Und ihr könnt erkennen, dass die Ansprache jetzt sehr definiert ist mit einer klaren Stufe. Hier, das war Unterseite, das ist Oberseite. Und übrigens ist dieses Eckenschaben besonders gut möglich mit einem etwas nassen Rohr. Also, dass man es gerade nochmal einweicht, weil man dann nicht so hängen bleibt. Also, es sind sozusagen lockere Späne, die so ein bisschen weicher sind. Also, wenn das Rohr da zu trocken ist, dann hat man oft so lauter kleine Kerben, wo man hängen bleibt, wo man nicht so ganz das machen kann mit dem Messer, was man möchte, weil es einfach nicht richtig drüber fährt, sozusagen. Das verhindert man ein bisschen, indem man ein gut befeuchtetes Rohr hat. Was jetzt andererseits, um die Ansprache oder auch diese Rundung, die Stufe zu checken, wiederum vom Vorteil ist, wenn es trocken ist. Also wenn das Roller trocken ist, ist es wesentlich klarer, wesentlich definierter, so wie es jetzt gerade der Fall ist. Und ich kann besser einschätzen, wo ich eigentlich stehe. Ja, also jetzt würde ich zum Beispiel hier beurteilen, Unterseite sind wir rechts, hier nicht ganz so runter wie links. Das könnte man später nochmal besser machen. Hier Oberseite fällt auf, dass die Rundung etwas flach geraten ist. Ja, könnte später noch ein bisschen runder werden. Aber lieber flach anfangen, weil runder kann man noch werden, andersrum natürlich nicht. So, jetzt ist der Punkt da, wo wir auch mal in das Rohr reinspielen können. Und das werde ich jetzt einfach mal probieren. Und jetzt wollen wir doch mal sehen, was da jetzt schon für einen Ton rauskommt. So, also wie ihr hört, kommen Töne raus, das ist schon mal die gute Nachricht. Es ist auch nicht total flach im Mund oder so, dass man denkt, ah, das ist gleich hin oder so, weil es zu weiches Holz ist. Alles nicht der Fall.
Es ist allerdings natürlich noch sehr störrisch, noch nicht, kann man noch nicht fein drauf spielen und so weiter. Aber es macht erstmal einen guten Eindruck. In diesem Zustand würde ich es jetzt weglegen, mindestens so eine Nacht oder so. Dann trocknet das nochmal, dann kriegt es nochmal diese Wölbung, die ich euch gerade beschrieben habe. Und dann würde ich wieder drauf spielen. Wahrscheinlich ist es dann wieder schwerer. Mache ich wieder den Trick mit dem Feuerzeug, nicht wahr? So ungefähr diesen Abstand, hat man vorher nicht so gut gesehen. Drehen. Und dann Schritt für Schritt. Ja, man spielt drauf, zum Beispiel mal eine Viertelstunde oder so, legt es wieder weg, dann ist es wieder schwerer beim nächsten Mal, macht man wieder ein bisschen weg. Und so kann man sich, wenn ein Rohr Aussicht hat, gut zu werden, kann man sich Schritt für Schritt vorantasten, bis man ein stabiles und auch langfristig funktionierendes Rohr hat. Ich halte, wie ihr vielleicht schon gemerkt habt, nichts davon, die Arbeitsschritte schnell, schnell zu machen. Auch diese sozusagen Ansicht oder Schule gibt es, dass man ganz schnell ein Rohr baut. Und ich vermute, dass man dann ebenso schnell das Rohr wieder weglegt, weil es einfach nicht so lange hält. Während wenn man Schritt für Schritt langsam baut, hat man einfach länger was davon und kann dadurch das Holz, was man benutzt, sozusagen dem Holz besser gerecht werden, weil man ja am Ende auch ein Resultat, was brauchbar ist, erzielt. Und ich denke, man hat die Zeit, die man in ein langsam gebautes Rohr, was Aussichten hat, also entsprechend gut auch natürlich ausgewählt wurde. Man hat an diesem Rohr einfach mehr Freude und die Zeit entsprechend besser investiert. Ja, insofern würde ich an dieser Stelle mein Video beenden und ich hoffe, es hat euch was gebracht und ja, alles Weitere ist dann natürlich so Erfahrungssache. Tschüss.